Und damit einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Rennen 1 der TCC Season 2 bei PWA Simracing. Ja, im Gesamten handelt es sich um die zweite Saison, um die zweite Touring Car Championship Saison, die durch PWA veranstaltet wird. Für uns, für Gecko iRacing in persona Martin, Maurice und meine Wenigkeit ist es nicht nur das erste Rennen der Saison, nein, es ist auch die erste Saison an der wir teilnehmen. Und bevor wir gleich auf den Server springen, reden wir auch noch ein bisschen über die Saison. Schauen uns an, ja, was erwartet euch und uns im Rahmen dieser insgesamt 8 stattfindenden Renntage? Welche Strecken sind unter anderem dabei? Und schauen natürlich etwas genauer auf das Reglement. Aber zuerst natürlich die Besonderheit, dass Martin, Maurice und ich zwar Gecko iRacing vertreten werden, aber in der Wertung fahren wir gegeneinander. Also hier geht es natürlich im ersten Schritt für mich persönlich darum, vor den beiden Jungs zu sein. Im zweiten Schritt dann um die Wertung an sich. Insgesamt 50 Fahrzeuge, liebe Freunde, 50 Fahrzeuge werden sich gleich auf der Strecke messen, unterteilt in die Pro- und AM-Wertung. Ihr habt es vielleicht schon auf Social Media gesehen. Ja, bis 1900 iRating befindet man sich in der AM-Wertung. Ab 1900 iRating-Punkten dann dementsprechend in der Pro-Wertung, die jeweils eine eigene Tabelle haben werden und in welchen es unter den ersten 3 Plätzen Pokale zu verteilen gibt. Also da ist natürlich schon so ein bisschen der Fühler ausgestreckt in Richtung, ja, könnte hier eventuell einer von uns drei einen Pokal mit nach Hause nehmen? Es wird auf jeden Fall schwer. Ich habe es ja bereits angesprochen, insgesamt 50 Fahrzeuge, die also gleich auf die Trophäenjagd gehen. Ja, wie schätzen wir uns selber ein? Wie schätzen wir unsere Chancen ein? Ich würde sagen, für heute, wenn wir am Ende des Renntages unter die Top 25 kommen, ist das echt ein tolles Ergebnis. Auf der Strecke fahren wir auch alle gegeneinander, ist klar. Das heißt, der Erstplatzierte bekommt die Maximalpunktzahl, egal ob Pro- oder AM-Wertung, das ist komplett egal. Dann wird zusammenaddiert und am Ende in diese einzelnen Wertungen aufgeteilt. Also da ist deutlich Spannung drin. Bevor wir weiter ins Detail gehen, möchte ich natürlich hier begrüßen Lucky, Optimistic Shots und den guten Max. Schön, dass ihr da seid. Zombie Man auch hier wieder mit am Start. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Und da natürlich auch der Hinweis, ja, iRacing ja standardmäßig montags hier immer auf dem Kanal zu finden. Jetzt also jeden zweiten Dienstag nochmal zusätzlich. Also es werden nicht die Streams verschoben, sondern die 8 Wertungsläufe hier im Rahmen der TCC werden als zusätzliche Streams stattfinden und wir sind schon auf dem Server drauf. Und apropos Server, auf dem Discord-Server, da wartet auch Martin, denn wir haben leider auch heute Abend eine, ja, etwas traurige Nachricht. Maurice, der hier leider nicht an den Start gehen kann. Ja, schade natürlich aus Fahrersicht, aus seiner Sicht. Bisschen gut für uns, dann können wir schon mal die ersten Punkte hoffentlich sammeln, denn nicht alle Fahrerinnen und Fahrer bekommen hier auch Punkte, ja. Nur die ersten 40 Fahrerinnen und Fahrer können Punkte mit nach Hause nehmen. Also da können wir uns so langsam aber sicher die einzelnen Steps setzen. Doch wie läuft überhaupt so ein Renntag ab? Ja, um 18.30 Uhr startet der Server. Es wird dann eine Warm-Up-Session geben bis ca. 19.20 Uhr heute. Dann im Anschluss gibt es das Fahrerbriefing. Da muss ich hier den Stream leider stumm schalten. Das darf nicht übertragen werden. Und das Briefing hier vor dem ersten Rennen 10 Minuten länger. Normalerweise wird das Briefing 5 Minuten stattfinden. Also Warm-Up bis 19.20 Uhr, respektive dann in den folgenden Rennen bis 19.25 Uhr. Dann 10 Minuten Briefing bzw. 5 Minuten Briefing. Und dann wird es richtig ernst ab ca. 19.30 Uhr. Dann geht es rein in das Open Qualifying. Also auch anders, als wir es aus den Officials kennen. Es werden alle Fahrzeuge 10 Minuten Zeit haben, zur gleichen Zeit auf der Strecke die Möglichkeit haben, ihre schnellstmögliche Rundenzeit und dann dementsprechend die bestmögliche Startplatzierung herauszufahren, die natürlich aufgrund der extrem hohen Teilnehmerzahl sehr, sehr
wichtig ist. Also, ihr kennt es, ja, Fanny, Anni, schönen guten Abend, du ja auch als regelmäßige Zuschauerin, ja, dir fällt ja bestimmt direkt ein, ja, der gute Riok, der Micha, der ist im Qualifying gar nicht so stark. Also diese Schwäche, die muss ich nach Möglichkeit ablegen, denn im Anschluss an das gerade erwähnte 10-minütige Qualifying geht es auch schon los mit Heat 1 und Heat 2. Also ein Renntag, der aus zwei einzelnen Rennen besteht. Heat 1 wird 20 Minuten lang dauern und Heat 2 25 Minuten. Aber auch hier gibt es wieder zwei Besonderheiten. Beim Heat 1 gibt es nur die halbe Punktzahl laut Tabelle und im Heat 2 dann die volle Punktzahl, aber die Top 10 aus Heat 1 startet in Reverse-Grid-Reihenfolge, heißt P10 aus Heat 1 startet von P1 in Heat 2. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es uns betreffen wird. Ich sehe uns, ja, wie gesagt, hoffentlich in den Top 25, aber das wird sich alles zeigen. Und ich denke, diejenigen unter euch, die mich kennen, die werden auch merken, ich bin tierisch nervös. Aber der gute Martin, der ist auch nervös. Und wir sind auf dem Discord, sagen schönen guten Abend. Grüß dich, Martin. Ja, moin, hi. Endlich wieder da. Ja, neue Pedalerie ist am Start. Du konntest ein bisschen trainieren. Wir haben die Zeiten verglichen. Also das wird, denke ich, zwischen uns heute Abend echt spannend werden. Schon mal im ersten Schritt. Ist doch mein Ziel, dich zu schlagen, um ehrlich zu sein. Also das Wichtigste. Ich würde lügen, wenn das nicht auch mein erstes Ziel wäre. Ja, perfekt. Aber schauen wir mal auf die Pro-AM-Wertung. Ich habe gerade den Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier in tausender Anzahl an unserer Seite stehen, uns die Daumen drücken, schon ein bisschen darüber erzählt. Wo siehst du uns? Was schätzt du ein? Wo sind wir nachher zu finden? Oh, ich hoffe, in der AM-Wertung im oberen Bereich, aber am meisten kann ich es nicht sagen. Und gesamt? So viele Fahrer. Mittelfeld, unteres Mittelfeld, weil die ganzen Pro-Leute, die werden halt eben echt schon wegfahren. Die fahren ja Zeiten, die sind unnormal. Ja, also ich habe auch so gesagt, ja, Top 25, da wäre ich zufrieden heute. Also wenn das Endergebnis nach Auswertung, nach allem Top 25 gibt, dann denke ich, können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, es ist tatsächlich ein buntes Fahrerfeld, Hyundai Elantra NTCR, Audi RS3 LMS, der Hyundai Velostar ist mit am Start und ich glaube auch Honda Civics gesehen zu haben, aber überwiegende Anzahl Hyundai Elantra NTCR, den auch ich pilotieren werde. Martin hingegen, der geht mit dem Audi an den Start. Ja, Imola, die Strecke Nummer 1 im folgenden Rennkalender, da sind noch ein paar richtige Kracher dabei, Freunde. Nächster Lauf in zwei Wochen auf zu Kuba 2000. Dann haben wir Mount Panorama mit dabei. Wir haben Nürburgring Grand Prix Strecke mit dabei. Also das wird definitiv eine richtig coole Saison und ich freue mich. Martin, bist du schon Mount Panorama gefahren? In iRacing, nur in RCC und in GT3, aber ja. Ich kann es dir sagen, da wirst du Spaß haben, mein lieber Mann. Ich kenne die Strecke und ich liebe die tatsächlich auch. Die ist richtig geil. Ja, und zu Kuba 2000, da bin ich auch mal gespannt. Mit 50 Fahrzeugen auf dieser wirklich winzigen Strecke. Ah, das ja. Wird nix. Ich bin gespannt. So. Ich nehme jetzt mal ganz kurz noch ein paar Detailanpassungen im Bremsdruck vor. Das ist jedoch die einzige Verstellmöglichkeit, die wir haben. ABS-Setting und Bremsdruck, denn auch das ist wieder eine coole Sache, die ich persönlich mega toll finde. Es ist Fixed Setup. Ja, das fährt hier jeder das gleiche Setup. Es kommt wirklich auf den Fahrer bzw. auf die Fahrerin an. Und meine Nervosität, die wird nicht geringer. Martin. Ja. Fährst du heute ein bisschen langsamer? Nee, auf keinen Fall. Ja, natürlich auch der Hinweis an euch zu Hause. Wenn ihr selber interessiert an iRacing seid oder Mitfahrerin bzw. Mitfahrer sucht, dann meldet euch gerne bei mir. Denn mit dem Gecko iRacing Team haben wir ja noch einiges vor. Wir sind ja in der NEC schon zweimal an den Start gegangen. Auch da ist das nächste Rennen nicht mehr weit. Am 3.9. werden wir das nächste 4-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife fahren. Aber natürlich auch die Langzeitziele in Richtung 24-Stunden-Rennen. Sei es Le Mans, Spa, Nürburgring, all das möchten wir gerne
gerne fahren und suchen jederzeit Unterstützung. Also meldet euch, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne her damit. Jetzt aber nochmal ganz kurz, bevor wir raus auf die Strecke gehen, der Hinweis rund um Alerts und Mute, um alles Mögliche. Die Alerts, die werde ich während des Fahrens deaktiviert haben, denn ihr könnt euch vorstellen, das wird hier gleich ein Brett. Also da muss die Konzentration hoch sein und wie bereits eingangs schon erwähnt, muss während des Fahrerbriefings der Sprachkanal bzw. der Ton auch deaktiviert werden, sodass die Fahrerinnen und Fahrer und auch die zahlreichen Streamerinnen und Streamer sich hier komplett auf das Briefing konzentrieren. Martin, long story short, ich würde sagen, ich ziehe mal langsam um. Ein paar Minuten bleiben uns noch. Ja, hier geht es natürlich auch schon in Richtung Ressourcen sparen, denn das wird anstrengend. Imola, wer sich daran erinnert, gab es ja schon mal hier auf dem Kanal. Sind wir ja schon gefahren, auch zu Trainingszwecken für diese Saison. Und die Strecke ist ja durch die Nordschleife inspiriert. Ergo, sehr körperlich zu fahren. So, nichtsdestotrotz, Martin, wir legen los, oder? Ich warte nur darauf, dass du kommst. Gut so, rüber zu iRacing, Freunde. Die TCC-Saison bei PWA startet. Ich freue mich. So, und dann natürlich ganz obligatorisch die Frage nach dem Sound. Könnt ihr mich gut hören zu Hause? Schreibt es mir gerne in den Chat. Sodass ich jetzt noch während des Trainings bzw. während des Warm-ups da gegebenenfalls drauf reagieren kann. Einfach mal gerne einen Daumen hoch für ist Töfte, Daumen runter für ist doof. Aber Martin, du kannst mich hören. Ja. Laut und deutlich. Das ist schon mal schön. Gut. Okay, ich wäre ready. Bist du noch? Ja, kannst rausfahren. Ich müsste dann genau gleichzeitig raus nebeneinander sein. Dann müsste passen. Okay. Boah, ich bin so nervös. Jo, hab ich gesehen. Boah, Simon Rendl, brutal schneller Fahrer. Er hat sich die Strecke erst vor einer halben Stunde gekauft, ne? Ja, der ist so schnell. Das macht bei dem keinen Unterschied. Das einzige Mal, wo wir den sehen, ist, wenn er uns am Start stehen lässt, beziehungsweise dann wieder überrundet. Da muss man mal den Sausage Curb mitnehmen, das nützt alles nichts. Bei 1,9 km hast du gesagt, ist der Cut, ne? Jupp. Ja, das ist klar. Ja. Das ist die Gefahr hierbei. Es handelt sich auch bei den Fahrzeugen hier um Fronttriebler für all diejenigen, die es eventuell nicht wissen. Von daher auch anders zu fahren als die klassischen GT3 oder GT4 Fahrzeuge. Und das, was gerade dem Simon passiert ist, das geht ganz schnell. 1,54,9 schon gefahren worden, ja moin. Ja, also die Pro-Fahrer, die sind stellenweise 2 Sekunden schneller pro Runde als jetzt zum Beispiel ich. So, dann schauen wir mal. Outlap beendet. Versuche jetzt mal nicht im Windschatten viel zu fahren.
Ja, das war schon zu spät. Jeder. Jetzt muss man sich nochmal vor Augen führen, wenn das im Rennen passiert. Junge, Junge, Junge. Oi, ah, oi, die Strecke ist kalt. Die Strecke ist kalt, das sehe ich jetzt erst. Ach, du ahnst es nicht. Die hat ja mal gerade 28 Grad. Ist doch normal, oder nicht? Nee, ich bin über 30 gefahren. Als ob. Ja, das jetzt natürlich, ja. Okay. Dafür fahren wir ja Warm-up. Und ich bin nicht der Einzige, dem es passiert. Das ist schon mal gut. Mr. SWS Austria. Seien Sie gegrüßt. Wie geht es Ihnen? Kommst du hier eigentlich mit den Track Limits klar? Mal mehr, mal weniger gut. Ja, okay, gut. Ich habe auch mega Probleme mit denen. Ich kann sie, ehrlich gesagt, nur sehr schwer einschätzen, muss ich sagen. Also manchmal... Random. Manchmal, einfach. Genau, manchmal denke ich, ah, das da gibt jetzt safe ein, Slowdown, aber dann gibt's keinen und umgedreht genauso. Ja. Ich hab's mir schon gedacht, Tobi, alles gut. Vorne ist der Martin. Aber hier haben echt viele Probleme mit einer rutschenden Vorderachse, gell? Ja. Wir geben unser Bestes. Der Exit war nicht gut. Wie gesagt, ich versuche absichtlich so ein bisschen aus dem Windschatten rauszubleiben. Oh ja. Ja, moin. Das bitte gleich im Qualifying. 1,55,5. Du? Yo. Scheiße. Wo kommt die denn her? Nicht schlecht. Wäre Stand jetzt P9. Aber das ist wieder so ein Ding, weißt du? Die fährst du jetzt im Training, gleich im Qualifying stehe ich wieder da mit am Wein. Wir müssen noch gleich unser Windschattenspiel trainieren. Ich komm. Ja, okay.
bin hinter dir. 4 Sekunden hinter mir. Sehe dich nicht mehr im Rückspiegel. Ich habe dir gerade 4 Zehntel abgeholt, mein Freund. Ich weiß. Und gleich im Rennen, da kommt's drauf an. Guck mal, ein bisschen Windschatten mit. Auf Martin aufschließen. Wenn du einmal kurz lupft, bin ich da. Schön über den Korb drüber gehauen. Hier ein bisschen Trailbreaking. Ah, da geht er vorne weg. Jetzt ist die Frage, bleiben wir noch lange auf der Strecke? Oder sagen wir, okay, wir ruhen uns jetzt also ein bisschen drauf aus, sehen, wir können's. Ja, ich werde auf jeden Fall noch ein gutes Stück fahren. Kurz vor Ende, vielleicht 10 Minuten vor Ende mich ausruhen. Das ist mein Plan. Jetzt halten die mich ja alle auf. Ist nicht schlimm. So langsam müsste so ein Gecko... Die Landreihe bei dir größer werden im Rückspiegel. Noch Sicht? Ah doch, da kommt was. Um Gottes Willen, jetzt krieg ich einen Slowdown. Ah, und das war wieder weg. Muss lupfen wegen Slowdown. Mistos! Im Oktober sehen wir uns wieder. Ja, nice. Freue ich mich, Tobi. Jetzt geht er noch an dem Sebastian vorbei, der macht ihn. Der kleine Schlingel. Das hat einen Fehler gemacht. Okay. Dann haben wir es wieder. Nächster Slowdown. Das darf im Rennen natürlich nicht passieren. Das wäre nicht gut. Gut, da an der Stelle ist das nicht so schlimm, weil da verlierst du keine Zeit. Na, ich weiß nicht, ich finde Slowdowns, da fehlt mir immer so extrem viel. Nee, das ist so gut gelegen in dieser Haarnadel links, dass du mit der normalen Linie, mit dem normalen Fahren, die Zeit runterbekommst. Okay, na dann. Aber hier jetzt im Training so gut abzuschneiden, führt nur dazu, dass ich noch nervöser werde. Ein guter Exit. Wie viele Fahrer sind aktuell da? 31 Fahrer sind schon da. Oha. Das ist jetzt schon voll und da fehlen noch 20. Ja, Mann. Cool. Oh, das wird so gut. Hoffentlich wird in der ersten Runde abgeräumt.
Ach, Slowdown. Hier die Stelle meine ich. Kannst du normal weiterfahren? Dem, okay. Doch. Probier ich das mal. Astro, ich grüße dich. Perfekt eingeschaltet. Die Rennaction geht gleich erst los. Wie geht's dir? Trappy, auch am Start. Hey, grüß dich. Da kommen die ganzen Motorsport-Geeks wieder an den Bildschirm. Schön, dass du da bist. Lass dich da ein bisschen weiter nach links raustreiben. Die haben sich gerade vor mir gedreht. Ah, okay. Oh, noch am Arbeiten? Um Gottes Willen. Gas. Schon wieder eine Slowdown, um Gottes Willen. Alles gut, Trappy, die Rennaction geht erst gleich los. Hier ist noch Warm-up. Oh shit. Okay, so geht das nicht. Hallo! Hi! Oh, ich muss bremsen. Hui! Lass mal gerade durch. Wegen Slowdown. Ja, hatte ich auch gerade. Ja, ich hatte nur 0,1 Sekunden. Fährst du die 55er jetzt konstant, oder? Ja, wenn ich keinen Slowdown bekomme, 55,7, 55,8. Weißt du, wo kommt jetzt die Pace daher? Ich weiß das doch auch nicht. Klaas, ich grüße dich. Im Training bin ich immer über 56 gefahren. 56,4, 56,5. Jo, danke. Mir geht's noch gut. Wie geht's dir? Ich bin nur jetzt schon am Schwitzen. Kevin! Ist ready, mein Freund. Mal ein bisschen weiter runterbremsen. Sitzt du noch am Esstisch? Nice. Gönn dir. Liebe Grüße zu Hause, gell? Ja, war wieder überpaced. Du kannst dich da in dem letzten Knick auf das Grün raustreiben lassen. Weit doch. Echt? Ich geh noch viel weiter raus. Erstaunlich gut, Kevin. Ich bin sehr überrascht. Ich bin aktuell auf 11 mit meiner Zeit. Genau, Qualifying startet um 19:30 Uhr, Astro.
Vorher ist noch Fahrerbriefing. Geh durch, geh durch, geh durch. Wir werden also, denke ich, noch ein paar Runden fahren. 5 Minuten, bevor es dann ins Briefing geht. Ruhen wir uns dann noch aus. Während dem Briefing muss ich alles muten. Nicht zu weit, sonst Slowdown. Ich habe schon sau viele Slowdowns kassiert, Kevin. Ich hatte gefragt, mir wurde gesagt während dem Briefing, mir hat der Chef der Veranstaltung gesagt, aus, dann mache ich aus. Alter, ich bleib gerade an dem Brummfield dran. Wie heftig ist das denn bitte? Ich glaube, der hat gestern auf Training war der Erste. Ist er jetzt auch? Ja, gut, und schon hab's verkackt. Null. Ich war gerade auf einer 54er Zeit unterwegs. Als ob, ey. Gefällt mir nicht. Also schon ein bisschen, aber nicht so. Ja, ich hab's versemmelt. Jo, das hier geht aber auch schon mal direkt wieder in die Top 10 rein, ne? Jo! P10. Was für eine Zeit? 1,55,4. Und bis P10, okay. Mhm. Oh scheiße, ich hab Tobias gerade ziemlich abgeschnitten. Sorry, Tobias! Oh Gott. Über Paste. Das sind die Dinger, die muss ich gleich echt verhindern. Nee, Ingame Voice habe ich aus. Ich weiß genau, was macht ihr damit sagen will, Kevin. Alles gut. Er freut sich natürlich, dass das Gecko iRacing Team Chancen hat, in die Top 25 zu kommen, aber er wäre gern vor mir. Ja, ganz genau. Aber Martin fährt auf Deutsch konstanter als ich. Martin hat sich gerade gedreht. Kuckuck! Oh Gott. Na komm. Direkt die Lichthupe, genauso ist das richtig. Das hast du genauso auch bei mir gemacht. Ja, richtig so. Direkt mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Bist du da? So, dann. Lass knacken! Ja. Nein.
Das muss aber ein Off-Track gewesen sein, oder? Nope. Was? Oh nein, bitte geht weg! Bitte geht weg! Ja, Mann. Ja! Das gibt's nicht! Oh nein, 55-0. Ach, Scheiße, ey. Boah, das gleich im Qualifying. Ey, dann bin ich happy wie kein anderer. Das Gefühl, langsam sind ja auch die Reifen durch. Ja, langsam wird's auch warm, 30 Grad. Gecko iRacing ist da, Freunde. Was macht ihr da? Trainieren! Ich will mal die Pro-Wertung ein bisschen am Aufmischen. Ah, super. Boah, so eine Runde fahren wir noch, dann müssen wir mal Pause machen, ey. Und dann muss ich auch mir wieder vor Augen führen, dass das nur auch eine Momentaufnahme sein kann. Also da muss ich noch einen Qualifying schaffen. Eben. Und dass ich dann, wenn ich es nicht im Qualifying schaffe, dann auch ruhig bleibe. Ist ja gut, bleibst doch dran. Ja, ich hab auch gerade 4 Zehntel im Delta. Da muss der Körper mitgeholt werden. Nützt alles nichts. So, fahren wir noch ein Ründchen oder machen wir Pause? Also die Zeit hier bringe ich auf jeden Fall noch nach Hause. Nach in die Box. Dann fahre ich jetzt schon. Oh nee! Bei Zehntel weggeworfen, das sind 2 Kurven. Wow! Oh,
Guckt euch das mal an, wie viel hier los ist. Nanu? Wo ist er denn? Ach da. Guten Tag. Ich bin überrascht. Ich muss sagen, wie es ist, ich bin richtig überrascht. Und ich hab Durst. Ja, was ist denn da los, Trappy? Lass mal kurz deine Nachricht lesen. Nur auf Abruf für die F1-Liga. Ich Ende September umziehen und für Zeit. Ah, okay, okay. Schade. Aber danach greifst du wieder an, oder wie? Jetzt muss man sich das mal einfach vor Augen halten. Die Top 3. 1, 54, 1. Oh. Kevin, bist du noch da? Du bist auch im 54er-Bereich zu finden, oder? Gucken wir mal ganz kurz nach, wo Martin ist. Martin auch stark unterwegs. 18. Ist Manu schon da? Der Baxter? ...54-3, heilige Mutter Gottes. Heftig. Hat irgendjemand einen guten Tipp, wie man jetzt fokussiert bleibt? Und jetzt, so wie ich, innerlich ausflippt? So, ich schaue schon mal kurz im auf dem PWA-Server nach. Bezüglich Briefing. Okay, das ist die Rennleitung ist schon da, aber sonst niemand. Wir haben ja noch 5 Minuten Zeit. Also, 5 Minuten bis Briefing. Wird circa 10 Minuten gehen. Danach dann Qualifying, ebenfalls 10 Minuten. Und dann die jeweiligen 2 Heats, also 2 einzelne Wertungsläufe im Rahmen eines jeden Renntages. Aber Position 8 ist natürlich extrem mit Vorsicht zu genießen, denn es fehlen noch ca. 15 Teilnehmer. Beziehungsweise 14, Firehawk, der heute leider nicht mit an den Start gehen kann. Aber von den AM-Leuten bist du relativ weit oben, ne? Wenn nicht sogar der Höchste. Klar. Mach weiter mit dem Druck. Das ist genau richtig so. Okay, perfekt. Wäre ich nicht schon nervös genug? ich glaube, Ralf Weber, der hat 1900, der müsste schon unter Pro fahren. Wenn, selbst wenn dem nicht so wäre, ja, P1. Also das können, ich würde sagen, hier frieren wir jetzt mal den Bildschirm ein und sagen, Gecko iRacing im Training P1. Erfolg, check. Das holen wir mit. Alles Weitere, was dann jetzt gleich noch folgen wird, ach, das sehen wir dann. So, ich sehe aber im Briefing-Channel nehmen die Teilnehmer zu, haben aber, wie gesagt, noch 2 Minuten, bevor ich dann mute. Ja, ich gucke noch mal kurz in den Chat rein und nutze dann jetzt die Zeit, um nochmal auf die Alerts hinzuweisen. Ich sehe es, aber ich habe die Alerts aus, damit ich halt gleich voll konzentriert fahren kann. Nur als Hinweis nicht, dass ihr auf einen Alert wartet und der nicht kommt. Also die sind, wie gesagt, hier beim Rennen heute Abend deaktiviert. Ja, nachdem wir dann gleich ins Briefing gehen, kommen Martin und ich auch wieder zurück, werden das Rennen auch gemeinsam hier auf dem Discord-Kanal verbringen. Ja, Stallordern, ja, die müssen kommen. Mal gucken, ob ich mich dran halte. Ja, ja. Fährt mir jetzt erstmal gut ins Heck. Ganz genau. Ja.
Okay. Aber natürlich, Fair Play geht vor. Davor habe ich echt Schiss. Da möchte ich niemandem Absicht unterstellen. Das ist mir auch schon passiert, keine Frage. Dass es halt in Kurve 1 mächtig knüppelt, mächtig knallt. 50 Fahrern? Bestimmt. Wenn denn dann alle kommen. Na, ist auch. Ja. Ja, genau, Trappy. Dann machst du hier einen Crew Chief. Ist hier nur ein zweiter Platz da. Bildschirm überträgt es gleich. Dann kannst du ihn setzen mit Funk und dann. Schieb ihn raus, Martin, schieb ihn raus. So, gehen wir rüber. Ja, genau. So, wir gehen rüber. Ich mute einmal Discord, damit ich auch according to rules spiele. Schönen guten Abend zusammen. So, Discord dürftet ihr jetzt im Stream nicht mehr hören. Zudem bin ich in Discord gemutet, sodass wir auch noch miteinander reden können, wenn ihr Fragen habt. So, Briefing noch nicht gestartet, geht aber jeden Moment los. Kurz überschlagen, wie viele Leute wieder. Oh ja. Oh ja. Ui. Ganz schön was los. Es wird immer, immer mehr. Jawohl. Briefing geht los.
geht jetzt gerade noch mal ein bisschen um mehr Details im Regelwerk. Ist jetzt so ein bisschen Q&A-Runde. Komm. Let's go. Dankeschön, auf eine schöne Saison. Gut, dann machen wir Discord wieder an und gehen wieder gemeinsam mit Martin in den Channel. Ja, also, das Reglement wurde nochmal durchgesprochen. Der Ablauf, es ist kein 10-Minuten-Qualifying, sondern tatsächlich ein 15-Minuten-Qualifying, was dann jetzt in wenigen Sekunden starten wird. Martin müsste mich hören. Ja. Sehr gut. Und nervös? Wie Sau. Ja, natürlich wurde dann auch nochmal angesprochen, hey, nehmt ein bisschen Rücksicht aufeinander, wie ist in Gefahrensituationen, sich zu verhalten. All das wurde nochmal etwas durchgesprochen. Und liebe Freunde, es geht los. Qualifying für Rennen 1 startet nämlich genau jetzt und wir gehen raus auf die Strecke. Martin, bist du da? Ich bin schon am Fahren. Okay, gut, ich komm raus. So, jetzt wird's ernst. Thank you.
Willst du vorbei? Du warst ja gerade schneller. Dann kann ich mich an dich dranhängen. Können wir machen. Bedenke, ich fahre hier am Anfang noch vorsichtig. Naja, alles gut. Sag dir einen Flug fast ab. Boah, ich bin so nervös. Ganz ruhig. Strecke 32 Grad. Guck dir das mal an, Olli. Viel besser kann man fast nicht einschalten. Doch, direkt am Anfang. Wir gehen jetzt in die erste gezeitete Runde. Wir sind im Qualifying. Ab jetzt wird's richtig ernst. Wie geht's dir? Noch gut. Wenn du das Gefühl hast, schneller zu können, sag Bescheid. Alles gut, ich bitte zuerst erstmal. Wir haben 15 Minuten Zeit. Ja, das war nicht gut. So, jetzt möchte ich natürlich voll Windschatten mitnehmen, ist klar. Wir sind aber noch außerhalb. Jawohl, gute Zeit. Nice. Danke, Rasura. Und schön, dass du da bist. Grüß dich. Ah, shit. Ja, ich kann jetzt aber auch nicht bestätigen.
War schön auf P1. Ja, Mistrunde zählt nicht. Ja, Kevin ist vorbei. Das war zu erwarten. Wo bist du? 14. Und hab aber eine Scheißrunde nur hingelegt. Na gut, für mich geht es auch weiter rund, das war aber klar. Jetzt im Windschatten sein. Da fühle ich mich wohl. Gott. Genau, Rasora. Aber auf der Strecke wird keinerlei Unterschiede gemacht und nachher bei der Punktevergabe auch nicht. Aber solange nur Fahrzeuge mit mehr als 1900 I-Rating vor mir fahren, ist alles perfekt. Schatten. Nein. Ich kann schneller. Komm schon. Da geht noch was, Freunde. Da geht noch was. Na, so nicht. Kein guter Exit. Viel Zeit verloren. Ziemlich doch nicht. Nein. 2 Zehntel liegen lassen.
Ja, der war gut. Und ich versau's mir in den letzten beiden Kurven. Egal, dranbleiben. Wir haben hier nach noch eine Runde. Die letzten vier bei mir waren ungültig. Ja, bei mir hatte ich auch das Problem. Ja, überpaced. Hast du gerade ein Leck? Ich? Ja. Nee. Oh oh. Slowdown. Nicht gut. Schade. Die Runde ist gelaufen und damit auch der Windschatten. Ja, jetzt brauchen wir Schützenhilfe. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Däumchen drücken. Ist das jetzt? Als ob. Freunde, ist das jetzt? Ist die Runde nicht zu Rennen fahren? Ist das jetzt P10? Alter, starten wir von P10? Verdammte Scheiße, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh shit! Wo bist du? 25. Ah. Wir starten einfach von P10. Aber Simon Rendl hinter uns, Manuel hinter uns, Tobias Detlef hinter uns. Und jetzt halte ich fest, Christoph Meyer hat eine 1,55,327, ist damit auf P11. Meine P10-Zeit 1,55,326. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist generell als extrem knapp da vorne. Boah, hör mir auf. Ja, nach vorne ist aber dann eine Lücke. Also es sind 2 Zehntel, die mir zum Kevin Jakob fehlen. Den kennen wir ja noch aus, aus den Trainingsrennen. So, wir gehen rein in die Startaufstellung. Freunde, erster Auftritt Gecko iRacing bei PWA ist schon mal ein voller Erfolg bis hierhin. Kann man so sagen. Es geht rein in den ersten Wertungslauf. Halbe Punktzahl. Die es jetzt hier am Ende zu vergeben gilt.
Ja, danach das Rennen, das gibt dann die volle Punktzahl. Aber wir sind mitten. Nee, vorne. Vor uns ist noch Ich einer. Wollte gerade sagen. Vor uns ist einer in der AM-Wertung. Ja, der ist P2 oder 3 oder so. Aber you Ital. Ja, der ist noch vor Kevin. So, es geht los. Viel Glück, Martin. Dir auch. Oh, schlechter Start. Ich habe eine Position verloren. Unfall. Sind hier langsam. So, Ruhe. Ja, die habe ich hier gerade nicht. Das war nicht cool, das Manöver. Freunde. Ja, ihr müsst mir auch ein bisschen Platz lassen, bitte. Jo. Slowdown. Nein, ich kassiere eine Slowdown. Ja, es war der Rennstart, wie ich ihn nicht erhofft hatte. Glücklicherweise aber nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Ja, ich muss slowdown, ich muss slowdown. Drive-thru, so ist Risiko gegangen. Drive-thru? Drive-thru, ja. Ach, scheiße. Ja, es waren ein paar Aktionen dabei von anderen Fahrern, die nicht in Ordnung waren. Und da hat eins zum anderen geführt. Und dann war natürlich mein Fehler, dass ich nicht die Drive. Oh Gott. Ist jemand hinten drauf? Eieiei, was ist hier los? Nein! Mist! Ah, Mann! Das ärgert mich jetzt.
Oh, 20 Sekunden. Ich dachte, das ist ein Drive-Thru. Nee, ich muss anhalten. Ah, oh, nein. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ja, jetzt muss. Oh, Kevin ist schon raus. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe nichts mitbekommen. Ist ausgegraut bei mir. Ach, ist das ärgerlich. Naja, aber da werde ich, denke ich, im Discord mal niemanden direkt anschreiben, aber mal so in die Runde stellen, dass man doch nicht in jede Lücke stecken, reinstechen muss. Das war am Anfang schon ein ganz schönes Gerempel. Aber jetzt Ja, Fokus. genau. Ich glaube, vor ihm ist auch jemand in die Box. Ne, verhört. Okay. Wo liegst du? 22 müsste das hier sein. Ich habe mich einmal gedreht. 22. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe mich einmal gedreht, habe ich wieder alles verloren. Kurz hatte ich, glaube ich, auf 16, 17 oder so vor. Nee, weil ich bin 20. Dann spinnt die Anzeige komplett. Ja, auf jeden Fall. Ne, 20 bis. Ne, 20 bist du nicht, auf jeden Fall. Okay, dann können wir uns auf die Anzeige also gar nicht verlassen. Guck mal, jetzt fahre ich 1,55,1. Alleine. Ah, ne, gar nicht. Das war jemand anderes. Null. Was? Gott, hier ist eine Karambolage. Wo? Die Hanel, aber hat sich wieder halt aufgelöst.
fahre schon mal 3 Sekunden schneller als die vor mir. Bringt mir nur nichts. Ja, das ist das Problem an so kurzen Rennen, da kannst du nichts mehr rausfahren. Leider. Ich versuche in Schlagdistanz zu kommen. Für den Fall, dass vorne nochmal was passiert. Ja. Fünf Sekunden in der letzten Runde. War nämlich jetzt wieder 1,55,4. Ich fand hier alle 57er nur. Ja. Ich wüsste mal gerne, wo ich jetzt wirklich liege. Kann ja nicht sein, dass 19 Fahrer abgestellt haben. Also ich sehe bis P25, danach sehe ich nichts mehr. Wer ist bei dir auf P25? Moment. Stefan Kresin. Nein.
Wo liege ich denn, Feuervögelchen? Die Anzeige bei mir spinnt. Muss ich irgendwo da hinten sein? Oh, ich weiß nicht, ob ich gerade einen abgeschossen habe oder nicht. Oh Mann. Mich verzeiht, diesen vorne zu finden, ey. Ja, aus eigener Kraft werde ich das nicht mehr schaffen. Jo, deine Brump droppt dann einfach neben mir. Ich hab welche Sichtweite. Nice. Wo kommt die denn auf einmal her? Wie lange haben wir noch? 2 Runden. Mann! Ja, es sind die 20 Sekunden, die ich durch die Stop and Go bekommen habe. Ah, da muss ich einfach konzentriert cool bleiben. Letzte Runde. Nein! Nein!
Aber ich sehe die doch da vorne. Komm schon, verbremst euch, dann bin ich da. Ja, jetzt ist richtig. Jetzt bin ich als 35er gezeigt. Eine Runde länger und ich werde dran an den vor mir. Wo ist einer abgeflogen? Hat aber nicht mehr gereicht. Und die fahren hier, ne, die fahren halt nicht normal weiter. Gehen die direkt raus, hey, oder was? Ne, aber hier sind, ich versteh's nicht, es sind erst 16 Minuten abgelaufen, warum ist es schon vorbei? Ja, das frage ich mich allerdings auch gerade, weil die vor mir hätte ich noch bekommen. Ja. So, ich gehe mal schnell wohin und dann machen wir uns ready für Rennen 2. Wir haben ja nur 5 Minuten Zeit, also muss ich mich ein bisschen beeilen. Bis gleich zu Rennen 2. Da gibt es dann volle Punkte. Ja. Ja, bis gleich. Oh, ey, war das anstrengend. Jetzt nochmal.
So, dann schauen wir mal. Also im Rennen 33. Und Kevin P3, mega stark. Wo bist du gelandet? Ich sehe dich gerade hier nicht. 18 müsste es gewesen sein. Ui. Oha, da hast du aber richtig Punkte schon mal direkt gut gemacht. Meine Güte. 18, so viel sind das gar nicht. Wie sind das? 10? Ja, aber bis 33 runter ist großer Unterschied. Ja, das stimmt. Aber es ist noch ein Rennen. Noch ein paar Rennen. Ja. Aber ich muss doch jetzt erstmal durch das Feld kommen. Ja, das stimmt. Es ist eigentlich. Du hängst einfach hinten dran an. Die schießen sich alle gegenseitig ab. Habe ich genau so gerade gemacht. Und nach sind die einfach rausgeflogen. Ja, das Problem gerade war wieder das Klassische bei mir. Am Anfang gab es Gerangel, da waren ein paar Aktionen dabei, wo ich gesagt habe, grenzwertig muss man nicht unbedingt machen. Und das hat wieder dazu geführt, dass ich ja, unkonzentriert war Ja. und dann den dicken Fehler gemacht habe. Zu spät sag schnell. Slowdown geklärt. Genau, dass ich zu spät die Slowdown geklärt habe und dadurch 20 Sekunden verloren. Das darf nicht passieren. Nee. Das ist wirklich. Nee, 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 darf's auch nicht. Das war das. Ja, übel. Das ist noch ein Punkt, an dem muss ich arbeiten. Wäre jetzt der Start super vonstatten gegangen, wäre da nichts passiert. Dann passieren auch so Flüchtigkeitsfehler nicht. Nur wenn was im Rennen passiert, dann mache ich so Fehler da. Mit Zeit. Aber die Pace stimmt ja. Also die Pace, die ist ja da. Du, die ist echt stark bei dir, ohne Spaß. Aber richtig stark. Kevin Startgerangel, paar Aktionen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und dann habe ich den Bock schlechthin gemacht. Ich habe die eine Slowdown kassiert, die zu spät abgesessen. Ich habe gedacht, es würde mit den Kurven hinkommen. Hat's nicht. Also Stop and Go, 20 Sekunden. Ja, und dann nach P33 durchgereicht. Obwohl ich vorne die Top 10 Pace mitgegangen bin. Ja. Also auch nachher. Ich habe 30 Sekunden auf die vor mir rausgefahren. Ja, die schwarze Flagge, das ist mein Ding, du. Aber Glückwunsch zu P3, Mann. Ja, Krass so. stark. Jetzt kommt das Rennen mit den vollen Punkten. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wie wir durchkommen. Irgendwie schnell an denen vorbei. Darum geht's jetzt im Endeffekt. Martin, viel Spaß, viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns gleich auf der Strecke. Dir auch, hoffe ich auch. Ich bin hier übrigens vorhin in den Zack reingefahren, ne? Aber nur weil mir jemand in den Zack reingefahren ist, dann bin ich so und ich reingerutscht. Ja, das hat den Unterschied jetzt nicht ausgemacht. Die sind vorher in eine Kurve, waren wir zu zweit, haben uns genug Platz gelassen, dazwischen war noch genug Platz und dann drückt sich halt noch einer in die Lücke rein, weißt du? Das sind so Ja. Dinger, da denke ich mir, komm schon, Kollege, das muss doch nicht sein. Oder ich mache vor mir Platz und da sticht dann einer rein. Ja? Also so dieses, ich schaue eine Reihe weiter als den vor mir direkt Fahrenden, da hat es noch so ein bisschen gefehlt, aber okay. Ja, Halbe das sind Punkte. Sprints. Jetzt gibt es die volle Punktzahl. Fehler vermeiden. Ich habe die Pace vorne mitzugehen. Und macht ihn zu bekommen. Mal gucken, da sind 19 Autos dazwischen. Ja, good luck, Herr Fan. Hat ja auch. Oh, da hat jemand den Spielstart gemacht. Ja, jetzt rutscht mir einer noch vor die Kiste. Pass auf, hier steht einer langsam rechts. Oh Gott, ey.
Kollege, was machst du denn jetzt hier auf die Ideallinie? Geh du mal schön weg da. Ernst. Aber ich komme nicht vorbei. Ernst. Wo bist du? Hast du gerade was gesagt? Ja, wo du bist? Ich glaube 11, ich bin mir nicht sicher. Nee, das hat sich nicht richtig aktualisiert. Du? Gedreht worden. Das heißt? Ich hab Namen. Karre freckt. Das war's. Fuck. Zwei Minuten Towing. Plus Reparatur. Ich stell ab. Schauen wir uns aber jetzt nochmal gemeinsam an. Da kann ich nichts zu sagen. Aus also aus meiner jetzigen Perspektive würde ich sagen, hier, Maximilian. Ja, da habe ich einen leichten Treffer gegeben. Okay. Ja, verkeilt. Da lasse ich ihn Platz. Und hier, das meine ich. Das meine ich. Also hier lasse ich ihm ein bisschen zu wenig Platz. Da muss ich mehr nach links. Ich mute mich mal kurz im Discord, damit Martin sich konzentrieren kann. Also hier muss ich weiter nach links. Das ist ganz klar. Hier wollte ich nach links, kam aber nicht, weil wir uns da verkeilt haben. Und hier fährt er mir in die Kiste rein. Das war Rache, mehr war das nicht. So, und da war Fahrzeug kaputt und dann rennt mir der nächste rein und da noch einer. Also, für mich ganz klar, ich mache den Eingangsfehler, will dann weg und er knüppelt mich dann als Racheaktion weg. Eingangsfehler nehme ich auf meine Kappe, keine Frage, da hätte ich weiter nach links gemusst. Aber wie er dann da zurückkommt hier, das ist für mich ein ganz klarer Fall. Also, ich bin natürlich hier auch ein bisschen motiviert an die Sache reingegangen, treffe ihn hier auch leicht, verbremst mich da selber ein bisschen, weil ich halt hier den Schwung mitnehmen möchte. So. Und hier muss ich schon weiter nach links. Also das ist ganz klar mein Fehler, keine Frage. So, und hier verkeilen wir uns jetzt. Da habe ich keine Chance mehr, irgendwie wegzukommen. So, und jetzt kommt der entscheidende Teil. Hier bin ich leicht quer.
So, und jetzt ist Platz. Jetzt ist Platz. Und jetzt lenkt er hier volles Mett in mich rein. Da, batsch. Da will er mich nur wegdrehen. Das ist nichts anderes. Tja, liebe Freunde, Auto ist abgestellt. Das macht keinen Sinn mehr. War Totalschaden. Das war Renntag 1. Enttäuschend. Wirklich sehr, sehr enttäuschend aus meiner Sicht. Pace war Top 10, war da. Also, da hätten wir locker vorne mitfahren können. Nix ist es geworden. Das heißt, in den verbleibenden 7 Rennen müssen wir das Feld von hinten aufräumen. Ja, die Enttäuschung ist natürlich riesig, ist klar. Aber wir lassen das Ganze mal sacken. Haben auf jeden Fall aber die Gewissheit, dass wir in diesem extrem eng umkämpften und starken Fahrerfeld vorne mitfahren können. Das ist ja auch schon mal was. Ja, das ist ja auch eine Sache, die wir hier gut und gerne mit nach Hause nehmen können, als Neulinge Top 10 Zeit zu fahren. Mein Gott, das muss Mauras mal hinbekommen. Gut, liebe Freunde, wann geht's hier weiter? Morgen Abend, 19 Uhr, starten wir nochmal in CSGO. Bis dahin, habt einen schönen Mittwoch und dann, ja, bis morgen Abend. Tschüss.